ganz, ganz herzlich Herrn Dr. Tischinger bei mir. Kommen Sie zu mir auf die Bühne, lieber Herr Dr. Tischinger. So, Frage an die Regie. Sind wir von der Technik startklar? Ja, dann überlasse ich Ihnen die Bühne. Bitte schön. Ja. Vielen Dank, Herr Brandl. Sie sind Gastgeber. Danke für die Einladung, heute hier sprechen zu dürfen. Sie sind die Gäste. Danke fürs Kommen. Danke, dass Sie mit diesem Kommen sagen, das ist mir wichtig, worum es heute geht. Das ist mir ein Anliegen, da mehr darüber zu erfahren. Und ich danke Ihnen, Herrn Leiner, für die sehr persönlichen Worte, die deutlich gemacht haben, dass das Thema Burnout nicht irgendwo sich abspielt, sondern in unseren Familien, in unseren Betrieben ganz, ganz nah ist und dass es eine Relevanz für uns alle hat. Und ich sehe das als ein Privileg an, heute zu Ihnen über dieses Thema sprechen zu dürfen und möchte Ihnen zunächst kurz einen Überblick geben, was Sie die nächsten 45 Minuten erwarten wird. Ich möchte meinen Vortrag in zwei Teile gliedern. Zunächst diesen ersten Teil Basis der Burnout-Prävention, die vier E's. Im engeren Sinn, was können wir tun, um einem möglichen Burnout vorzubeugen? Im zweiten Teil möchte ich weitergehen und die Frage, die dahinter steht, stellen, wie können wir in einer Zeit, wo Stress scheinbar allgegenwärtig ist, ein gelingendes Leben führen? Wie können wir den Aufgaben, die uns das Leben stellt, einerseits mit Kraft, andererseits mit Gelassenheit begegnen? Wie können wir selbst mit uns in einem guten Kontakt sein? Wie können wir mit anderen Menschen verbunden sein, uns aufgehoben wissen? Und wie können wir unser Leben zutiefst auch als sinnvoll betrachten? Da ist für mich das Stichwort Achtsamkeit als Lebensstil ganz wichtig. Die vier A's. Es geht um die vier Aspekte unseres Menschseins, dass jeder Aspekt, der Aspekt unseres biologischen Seins, der Aspekt unseres psychischen Seins, der Aspekt unseres sozialen Seins, aber auch der Aspekt der spirituellen Dimension, unsere Achtsamkeit braucht. Klammern wir eine Dimension aus, wird es irgendwie eine Störung geben. Deswegen möchte ich im zweiten Teil diese vier Aspekte unseres Menschseins betrachten, unter dem Aspekt, Ihnen Achtsamkeit zukommen zu lassen. Ich habe beschlossen, am Anfang Ihnen anstelle einer Definition, einer möglichst wissenschaftlichen Definition, was denn Burnout sein könnte, ein Bild und eine Geschichte mit diesem Bild anzubieten. Vielleicht erreicht dieses Bild und diese Geschichte Sie auf einer anderen Ebene, als wenn ich Ihnen eine wissenschaftliche Definition anböte. Die Geschichte ist eine zeitgenössische Fabel. Oberfluss und Unterfluss nennt sich diese Fabel. Ich mag die ganz kurz vorlesen. Vor vielen Jahren entdeckten die Bewohner von Unterfluss den ersten Menschen im Wasser. Einige sehr alte Leute erinnern sich noch, dass damals die Möglichkeiten so unzureichend waren. Sie erzählen, wie es oft Stunden dauerte, um einen einzelnen Menschen aus dem Fluss zu ziehen. Obwohl die Anzahl der Opfer im Fluss in den letzten Jahren dramatisch angestiegen ist, haben sich die Bewohner von Unterfluss dieser Herausforderung in bewundernswerter Weise gestellt. Das von ihnen entwickelte Rettungssystem kann als einzigartig bezeichnet werden. Die meisten Menschen, die in den schäumenden Wellen des Flusses entdeckt werden, können heute innerhalb von 20 Minuten gerettet werden. Nur noch wenige pro Tag ertrinken, bevor sie Hilfe erreichen kann. Dies stellt einen enormen Fortschritt gegenüber der Vergangenheit dar. Wenn man die Bewohner von Unterfluss fragt, sprechen sie voller Stolz vom neuen Krankenhaus am Fluss, von der Flottille der Rettungsboote und von der umfassenden Organisationsstruktur. Natürlich sind die entstehenden Kosten hoch, aber die Bewohner von Unterfluss sind der Ansicht, dass alles getan werden muss, um Menschenleben zu retten. Einige Leute in Unterfluss haben wiederholt die Frage nach den Verhältnissen in Oberfluss gestellt. Sie sind jedoch auf wenig Interesse gestoßen. Es scheint, dass alle so sehr damit beschäftigt sind, den Menschen im Fluss zu helfen, dass niemand die Zeit hat, herauszufinden, wie all die Menschen in den Fluss hineingekommen sind.
Dieses Bild eines Flusses, wie Sie hier sehen, ist einerseits ein schönes Bild für Prävention insgesamt, aber es ist auch ein Bild für Burnout. Denn Burnout ist ein prozesshaftes Geschehen, wie ein kleiner Fluss, der immer mehr Seitenbäche aufnimmt, um dann zu einem großen, gewaltigen Strom zu werden, um sich am Ende in das Meer der Hoffnungslosigkeit zu ergießen. Und zu uns in die Adula und in die Hochgradklinik kommen die Menschen, die verzweifelt, hoffnungslos sind, die in diesem Meer der Hoffnungslosigkeit sich wiederfinden. Und ich möchte Ihnen heute Anregungen geben, wie Sie rechtzeitig sozusagen erkennen können, wo in diesem Fluss Sie sich bewegen und was Sie tun können, um nicht zum Meer der Hoffnungslosigkeit gelangen zu müssen. Wenn Sie es nicht lesen können, erlaube ich Ihnen, das kurz vorzulesen. Es ist ein Rauchmelder. Er soll helfen, ein Burnout früher zu erkennen. Dieser Cartoon möchte genau darauf aufmerksam machen, dass es darum geht, möglichst frühzeitig die ersten Symptome zu erkennen, möglichst frühzeitig wahrzunehmen, wo vielleicht Stress anfängt, überhand zu nehmen und nicht mehr bewältigbar zu sein. Menschen, die Burnout gefährdet sind, neigen dazu, in einem Tunnelblick zu sehen, unter der Vorstellung, ich schaffe das noch, ich muss das schaffen, das geht schon noch, und täuschen sich oft und wollen gar nicht wahrhaben, wie weit sie schon fortgeschritten sind in diesem Fluss, in diesem Prozess. Da ist es gut, Angehörige, Freunde zu haben, die aufmerksam machen und sagen, du, ich nehme wahr, dass du dich zunehmend zurückziehst, dass du ständig am Schreibtisch hockst, dass du deine Hobbys nicht mehr pflegst, dass du gereizt bist. Oder dass der Körper Signale sendet, ständige Infekte oder Bluthochdruck oder andere Symptome, sodass es letztlich die Symptome sind, die uns aufschrecken lassen sollen. Ich höre immer wieder von Patienten, die zu uns kommen, dass sie sagen, rückwirkend, seit 5 Jahren oder seit 3 Jahren habe ich eigentlich schon Warnsignale bekommen. Ein Patient hat es mal so beschrieben, ich hatte das Gefühl, ich bin wie mit einem ICE unterwegs, und immer schneller gefahren und irgendwann kam der Zusammenbruch und ich habe nicht gemerkt, an wie vielen Stationen ich einfach vorbeigefahren bin, wie viele Warnsignale ich überfahren habe. Und jetzt, wo ich anhalten muss, ist es an der Zeit, zurückzulaufen und mal zu schauen, an was ich alles vorbeigefahren bin. Hinter Burnout steckt das Thema Stress, nicht mehr bewältigbarer Stress. Es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr, die Stresslage der Nation, wo, ich finde sie erschreckend, wo Zahlen sich gezeigt haben, dass 70% aller Erwerbstätigen sich unter Dauerdruck sehen. 71% der Menschen mit Kindern fühlen sich gestresst. 80% der 36- bis 45-Jährigen fühlen sich gestresst. Und 93% der 18- bis 25-Jährigen sagen, mein Leben ist in den letzten 3 Jahren stressiger geworden. Was ist da los in unserem Land, dass diese Zahlen, die für sich sprechen, dass es scheinbar alltäglich zu sein scheint, Stress zu erleben? Da, wo ich herkomme, ich komme aus dem Schwäbischen, da ist es sogar sozusagen eine Auszeichnung, an eine Hausfrau zum Beispiel zu sagen, arg schafft, schaust aus, also du schaust ganz schön abgearbeitet aus. Das ist so quasi eine Wertschätzung für, hast ganz schön was geleistet und geschafft. Es scheint uns wie selbstverständlich zu sein, eben zu sagen, ich habe keine Zeit, ich bin im Stress. Es geht uns leicht über die Lippen, aber die Folgen können gravierend sein. Ich möchte im Folgenden erste Symptome Ihnen darlegen und vielleicht wollen Sie, wenn Sie diese Symptome mal aufgelistet sehen, sich selber mal fragen, kenne ich da etwas? Wenn Sie aufs letzte halbe Jahr zurückschauen, haben Sie Ähnliches erlebt? Finden Sie sich da irgendwo wieder? Das ist keine vollumfängliche Auflistung, aber es geht dabei einmal um Symptome des emotionalen Empfindens, wie zum Beispiel gehetzt sein, innere Unruhe, sich erschöpft fühlen, Angst, vor allem vor Versagen zu haben, sich wütend oder frustriert zu erleben, Gefühlsschwankungen ausgesetzt zu sein oder auch eben körperliche Symptome. Ganz häufig beginnt es mit Schlafstörungen, Müdigkeit, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Störungen, Tinnitus, Schwindel, wiederkehrende Infekte oder auf der Verhaltensebene eben sozialer Rückzug, Lethargie,
Ausdruck von Verzweiflung, Leistungsminderung. All das sind Symptome, die sich in dieser Entwicklung, auf dieser Flussreise des Burnouts finden. Und ich bitte Sie mal zu schauen, gibt es da etwas, wo Sie sagen, oh ja, vielleicht eins, vielleicht zwei, vielleicht drei dieser Symptome haben auch Sie im letzten Jahr erlebt, und gehen Sie nicht drüber weg, sondern nehmen Sie das mal ernst, dass es möglicherweise Ausdruck von Stress ist, dem Sie ausgesetzt sind, und dass das Symptom wie so ein Rauchmelder Sie wachrufen will. Sie wachrufen will, um mal innezuhalten und sich die Frage zu stellen, was genau macht mir gerade Druck oder wie zufrieden bin ich überhaupt mit meinem Leben gerade? Also diese Symptome wollen uns einladen, innezuhalten. Das Burnout-Dreieck, wenn Sie sozusagen das Gesamtbild eines Burnouts erreicht haben, dann sind es typischerweise drei Symptome. Eines, das ist das Symptom der emotionalen Erschöpfung. Menschen sagen dann, ich bin wie ausgebrannt, meine Batterie ist leer, ich fühle mich ausgelaugt, für mich macht es gar keinen Sinn mehr, so weiterzumachen. Leistungsabnahme, das heißt, obwohl sie mehr Engagement noch aufbringen, zum Beispiel am Abend arbeiten, am Wochenende oder vielleicht was in Urlaub nehmen, merken sie, sie kommen den Aufgaben nicht mehr nach, sie werden nicht effektiver, sondern sie haben eher das Gefühl, weniger effektiv. Zum Beispiel ein Patient hat mir erzählt, ein IT-Manager, er hat sich immer aufs Wochenende gefreut, dass er da endlich mal in Ruhe Sachen nacharbeiten kann. Und dann lag er erschöpft im Bett und hat sich geärgert, dass er jetzt das nicht auf die Reihe kriegt. Also das sind höchste Alarmzeichen. Der dritte Punkt, Depersonalisation, da meinen wir eine Entfremdung. Eine Entfremdung wird manchmal auch mit Dehumanisation beschrieben, also eine Entfremdung von uns selber, dass wir uns selber nicht mehr spüren, unsere Bedürfnisse, wer wir eigentlich sind, aber auch uns entfremden von den Menschen, für die wir eigentlich angetreten sind, zum Beispiel als Lehrer für Kinder, als Arzt für Patienten. Eine Lehrerin hat mir zum Beispiel gesagt, ich liebe eigentlich Kinder, aber als ich so erschöpft war, habe ich nur noch kleine Monster gesehen. Jeden Tag, als ich in die Schule ging, dachte ich mir, nicht schon wieder diese Monster. Ja, das klingt vielleicht zynisch, aber das ist ein Ausdruck von einer Entfremdung, dass das, wofür sie ursprünglich angetreten ist, dass sie da innerlich nicht mehr in Kontakt ist. Und das sind dann Symptome, wo ich sage, so jetzt ist aber höchste Eisenbahn, da ist ein Burnout da, da muss sofort auch Hilfe erfolgen. Der zweite Punkt ist nach E erkennen, E wie Entlastung. Es gibt im Prinzip grob zusammengefasst drei Belastungsfaktoren. Das ist einmal berufliche Belastungsfaktoren, da sind wir uns einig. Das ist immer Thema, auch wenn es um Burnout geht. Aber daneben gibt es auch einfach auch noch weitere Belastungen. Menschen, die beruflich engagiert sind, haben oft auch noch zum Beispiel an Familienangehörigen, den sie noch pflegen müssen, Kindererziehung, alleinerziehend zu sein, finanzielle Sorgen. Also da kommen dann neben der beruflichen Belastung noch familiäre Sorgen dazu, Partnerschaftskonflikte. Und viele, die ins Burnout kommen, bringen auch ein individuelles Risikoprofil mit. Damit meine ich einerseits eine Bereitschaft, sich zu verausgaben, ganz viel auf sich zu nehmen und auf der anderen Seite eine geringe Fähigkeit, sich zu distanzieren, ja, abschalten zu können. Und wenn diese beiden Eigenschaften zusammenkommen, dann ist es in gewisser Weise ein Risikofaktor, den wir in uns tragen. Wenn das die drei sozusagen Belastungsgruppen sind, dann ist so die Frage, es geht ja nicht um Belastung, sondern Entlastung. Was bringt denn die meiste Entlastung? Es gibt viele Untersuchungen und die kommen alle zu dem Entschluss, die größte Entlastung, die es gibt, ist, ich bin gespannt, was Sie sich denken, folgendes. Es ist soziale Unterstützung. Ja, also der stärkste protektive Faktor gegen beruflichen Stress ist soziale Unterstützung, kollegialer Zusammenhalt. Sie können sich vorstellen, jemand, der das Gefühl hat, ich muss alles alleine machen, nur wenn ich es mache, ist es gescheit gemacht, ja, der ist in Gefahr, wirklich auszubrennen. Wenn ich mich unterstützt fühle, wenn ich einen kollegialen Zusammenhalt spüre oder im Freundeskreis oder in der Partnerschaft Unterstützung erfahre, dann ist es nicht nur sozusagen erfolgreicher, sondern es macht auch Freude. So wie unser Team, denke ich, ein tolles Team war, nicht bloß einen Hauptprotagonisten hatten, einen Weltfußballer, sondern als Team funktioniert hat, so glaube ich, da wo wir uns eingebunden wissen, da entlastet es uns. Eine Patientin hat mir erzählt, es war auch eine Lehrerin, die sagte, im Studium
Da hatte ich immer drei Mitstudentinnen und wir waren sozusagen das vierblättrige Kleeblatt. Wir haben auf alle Klausuren miteinander gelernt und es ging ganz leicht von der Hand. Und wir hatten gar keine großen Probleme im Studium. Jetzt, wo ich im Alltag als Lehrerin bin, habe ich das Gefühl, ich bin eine Einzelkämpferin. Niemand, der mich unterstützt. Eher so eine Rivalität im Kollegium, wer ist der bessere Lehrer. Ich fühle mich nicht unterstützt. Und das ist in Ihrem Fall deutlich, weil das ist das, was Sie am meisten auch belastet hat, dass sie keine Unterstützung erfahren hat und dass sie gemerkt hat, ich brauche eigentlich wieder so etwas wie ein vierblättriges Kleeblatt, andere Kolleginnen, Kollegen, Menschen, die mich unterstützen. Also wenn Sie das mit nach Hause nehmen, dann ist schon viel gewonnen, dass Sie gucken, ja, wie können Sie auch in Ihre Beziehungen investieren, Beziehungen, die Sie als unterstützend erleben. Es gibt auch eine neurobiologische Erklärung, warum das so ist. Es ist so, dass in unserem Gehirn sozusagen ein Motivationssystem und ein Stresssystem gibt und dass Anerkennung, Wertschätzung von anderen Menschen eben unser Motivationssystem ganz stark anregt. Herr Hüther spricht davon, dass dann so quasi die Gießkanne im Gehirn angeht. Dann werden Transmitterstoffe ausgeschüttet, zum Beispiel Dopamin, was die Energie- und Leistungsbereitschaft steigert, Opioide, was das Wohlgefühl steigert, Oxytocin, was Bindung und Vertrauen fördert. Das heißt, erfahren wir Anerkennung, Wertschätzung, Unterstützung, ist unser Gehirn motiviert, all diese Systeme starten. Erfahren wir diese Anerkennung nicht, dann kommt es im Gegenteil dazu, eben zur Ausschüttung von Cortisol, zum Beispiel Stresshormone, mit all den Folgen, zum Beispiel, was dann auch in einer reduzierten Immunabwehr sich zeigt, zum Beispiel auch im Blutzucker etc. Also das hat ganz konkrete, auch körperliche Konsequenzen. Das dritte E, Entlastung. Entlastung, es ist das Thema, wie kann ich neben der Unterstützung von anderen, andererseits auch noch mir Distanz schaffen, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich auch lernen, mal was zu delegieren oder Nein zu sagen, wie kann ich Arbeit und Privates trennen, wenn Sie zum Beispiel einen Arbeitsplatz zu Hause haben. Gehen Sie mal durch Ihre Wohnung und schauen Sie mal, ob Sie im Wohnzimmer Arbeitssachen liegen haben, vielleicht sogar am Bett, im Schlafzimmer. Gehen Sie mal mit offenen Augen durch Ihre Wohnung und nehmen Sie wahr, wo Sie überall Dinge aus Ihrer Arbeit liegen haben. Und vielleicht wollen Sie eine Entscheidung treffen, dass Sie die in einen eigenen Raum, in ein Arbeitszimmer wegsperren, dass Sie wirklich trennen zwischen Privat und Beruf. Wir sind in Gefahr, eine Entgrenzung der Arbeit hinzunehmen. Vorhin Herr Brandl hat darauf hingewiesen, die Medien, Handy, E-Mail unterstützen das, dass wir immer on sind. Ja. Und da ist es wichtig, sozusagen auch Distanzen herzustellen, abzuschalten, eine Grenze zu ziehen. Raus aus der Negativspirale, damit meine ich eine Entlastung, die dadurch entsteht, dass wir uns auch wieder freudvollen Dingen zuwenden. Was macht denn Ihnen Freude? Was ist das, was Ihnen auch gut tut, was Sie vielleicht zuletzt nicht mehr gepflegt haben, dass sie nicht nur problemorientiert hinschauen, sondern auch den Raum öffnen. Was tut mir gut? Zum Beispiel, wenn Sie das nicht sowieso schon tun, mindestens einen Tag in der Woche gar nichts arbeiten, dass Sie wirklich sich Zeitfenster gönnen, wo Sie nur als Privatmensch da sind. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Burnout-Prävention ist Erholung. Hier ein kleiner Cartoon. Ich lese noch mal vor, mein Sohn meditiert ja jetzt. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, es ist aber sicher besser, als nur rumzusitzen und nichts zu tun. Ja, diese Frau spricht uns irgendwie aus dem Herzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, nur rumzusitzen und nichts zu tun. Ich möchte Sie mal einladen, vielleicht zu Hause mal sich vorzunehmen, 10 Minuten gar nichts zu tun, nur da zu sitzen, in die Luft zu schauen. Und mal schauen, was da kommt, ja? Wie es Ihnen geht, einfach nur da zu sitzen, nicht irgendwie was zu denken, irgendwie ein Problem zu lösen oder jetzt meditieren zu wollen, sondern nur nichts zu tun. Schauen Sie mal, wie das für Sie ist, 10 Minuten nichts zu tun. Und punkten Sie mal, was da kommt, wie leicht Ihnen das fällt oder wie schwer. Und es ist manchmal so ein Hinweis, wie sehr wir darum gewohnt sind, immer on the go zu sein und dass eben so in die Stille zu gehen uns fremd geworden ist. Und dass aber das Thema Stille, das liegt mir sehr am Herzen, so wichtig ist, das möchte ich an einem Beispiel Ihnen nahebringen. Und zwar stellen Sie sich vor, wir wären wie ein Musikinstrument. Ein Musikinstrument muss immer wieder gestimmt werden, damit es keine Misstöne hervorbringt.
Aber das kann nicht während des Spielens, nicht während des Konzerts gestimmt werden, sondern in einem Moment der Stille, in einem Moment der Pause. Genauso, wenn wir das Gefühl haben, da sind so Missstimmigkeiten in unserem Leben, wir müssen uns wieder oder wollen uns wieder einstimmen, einschwingen, dann können wir das nicht tun, wenn wir gehetzt sind, sondern wir brauchen so einen Moment der Stille, des zu uns selber Kommens, uns wieder einstimmens. Und ich möchte Sie einladen, mal das auszuprobieren, wie das sich in Ihrem Leben auswirkt, wenn Sie jeden Tag damit beginnen, dass Sie sich einstimmen. Also dass Sie nicht aus dem Bett springen und so gleich an die Arbeit sich machen, sondern dass Sie erstmal sich ein Zeitfenster gönnen, wo Sie sich einstimmen. Ob Sie meditieren, ob Sie kurz in die Natur gehen oder ob Sie irgendein kleines Ritual für sich machen, aber dass Sie sich Zeit nehmen, sich auf diesen Tag einzustimmen. Und ich behaupte, das macht einen großen Unterschied. Wenn Sie sich nicht einstimmen, dann beginnen Sie diesen Tag sehr unbewusst und vielleicht denken Sie sich, ach, wieder ein anstrengender Tag, der für mich wartet und eigentlich würde ich am liebsten schon Feierabend haben und sind eher missgestimmt. Und dann wird dieser Tag auch ein eher anstrengender, missgestimmter Tag werden. Wenn Sie jedoch den Tag beginnen mit so einer positiven Haltung, mit der Haltung, dass Ihnen heute was Gutes widerfahren wird, dann werden Sie feststellen, dass etwas Positives passieren wird, dass Sie quasi wie ein Hemd knöpfen. Wenn Sie den ersten Knopf richtig setzen, ist das ganze Hemd richtig geknöpft. Setzen Sie den ersten Knopf falsch, ist das ganze Hemd schräg geknöpft. Und so ist es auch mit unserem Tag. Wir entscheiden in der Früh, mit welcher Bewusstheit oder Unbewusstheit wir den Tag beginnen, auf welches Gleis wir diesen Tag setzen. Eine kleine Anregung vielleicht dazu. Es gibt eine Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel sich kleine Steinchen in der Früh in die Hosentasche nehmen und dass Sie im Laufe des Tages, immer wenn Ihnen was Positives widerfährt, ob das ein Sonnenstrahl ist, ein Lächeln oder irgendwas, was Ihnen gelungen ist, dass Sie ein Steinchen aus der rechten Hosentasche in die linke Hosentasche stecken und am Abend, bevor Sie ins Bett gehen, mal auf der linken Seite gucken, was hat sich denn da alles angesammelt. Und vielleicht entdecken Sie, dass da ganz viele kleine oder größere Freuden waren, die Ihnen dann das Gefühl gab, Mensch, eigentlich war das doch ein schöner Tag, auch wenn Sie das Gefühl hatten, es war ein anstrengender Tag, aber diese kleinen Freuden helfen Ihnen doch zu sehen, da war was Kostbares, sodass jeder Tag für sich wirklich auch ein kleines Leben für sich sein darf. Also Erholung, Stille, sich Pausen gönnen, ist ein wichtiger Aspekt, um präventiv in puncto Burnout zu sein. Nochmal ein kleiner Gedanke, wenn ein Tag oder der Alltag wie ein großer kühler See ist, den wir jeden Tag neu durchschwimmen müssen, dann ist derjenige, der ihn ohne Pause durchschwimmen will, in Gefahr, wegen Unterkühlung oder Erschöpfung aufgeben zu müssen. Wer jedoch die Inseln des Sees für sich zu nützen weiß, wird das andere Ufer erreichen. Also ich lade Sie ein, sich auch untertags so kleine Inseln zu gönnen, so einen Moment der Pause, wo Sie so mal vielleicht durchatmen. Ich mache manchmal für mich einfach so für 2 Minuten so hin und her, dass ich aufstehe, also nicht im Bürostuhl sitzen will, aufstehe, so im Rhythmus meines Atems so 2 Minuten so hin und her schwinge und so meine Mitte spüre, also ich so um meine innere Mitte balanciere und merke, wie ich wieder zur Ruhe komme, wie ich wieder Kraft schöpfe für den nächsten Schritt, mich frage, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt dran. Also gönnen Sie sich im Laufe des Tages so kleine Inseln, wo Sie innehalten, zur Ruhe kommen. Manche Menschen haben auch angefangen, sich so kleine Anker zu setzen, dass sie es nicht mehr vergessen, so kleine Pausen, zum Beispiel den Bildschirmschoner, so ein Bild, was sie erinnert, oder der Handy-Klingelton, dass sie so kleine Anker haben, die sie erinnern, hoppla, ich wollte doch mal einfach durchschnaufen, so eine kleine Pause machen. Und am Abend lade ich Sie ein, so den Feierabend auch wirklich einen Feierabend sein zu lassen, dass Sie ihn feiern, ihn würdigen, das, was Ihnen heute gelungen ist, und nicht eben bis zum Umfallen arbeiten, sondern da auch wirklich den Tag ausklingen lassen. Körperliche Bewegung klingt banal, aber viele machen den Fehler, dass sie dann sozusagen kurze Dosen von Überaktivitäten machen, wo sie dann am Wochenende, jetzt muss ich auf den höchsten Gipfel rein, sich dann auch erschöpfen und unter einen Leistungsdruck setzen. Mit körperlicher Bewegung ist gemeint regelmäßig, nicht so viel, aber regelmäßig an der frischen Luft, sich auch zu bewegen. Die Natur ist eine wunderbare Ressource, in der Natur zu sein oder für andere ist es vielleicht gemeinsam zu musizieren. Also schauen Sie, wo erholen Sie sich. Vielleicht, wenn Sie mal so Ihren Wochenplan angucken, vielleicht
schauen Sie darauf, dass Sie mindestens eine, ich sag mal, heilige Zeit sich einplanen im Wochenplan, wo Sie nur Zeit für sich haben, wo Sie etwas tun, was Ihnen Kraft gibt. Für mich persönlich ist es ein Saunabesuch, vielleicht ist es für jemanden ein Kachtelabend oder ein Chorabend. Und wenn Sie merken, dass Sie das 3 Wochen hintereinander ausfallen haben lassen, dann ist schon ein Warnzeichen. Passen Sie auf, Sie vernachlässigen gerade sich. Das ist sozusagen eine Einladung, mal für sich zu prüfen, wo kommt denn meine Energie her und wohin fließt sie. Sie können, wenn Sie wollen, das mal zu Hause machen, sich 2 Kreise aufzeichnen und wie so ein Kuchen mal einteilen, wo kommt die Energie her, wo fließt sie hin. Wir haben nur eine begrenzte Energie und alles, was wir tun, kostet Energie. Und je älter wir werden, desto mehr spüren wir das. Deswegen lohnt es sich, da mal zu gucken, was gibt mir Kraft und was kostet mir Kraft und das mal zu überprüfen, stimmt es so oder will ich da was ändern? Ja, das letzte E in puncto Prävention von Burnout ist das E wie Ernüchterung. Sie sehen hier einen sehr prominenten Burnout-Patienten, Sven Hannawald, der von sich sagt, die höchsten Erwartungen hatte ich an mich selbst gestellt. Ich möchte das etwas verdeutlichen. Herr Hannawald hatte 2001, 2002 als erster die 4-Schanzen-Tournee in der Weise gewonnen, dass er alle 4 Springen gewonnen hatte. Herr Hannawald hatte aber in dieser Saison für sich selber den Schluss gezogen, er hat keinen einzigen perfekten Sprung geschafft. Also er war nicht mit sich zufrieden, obwohl er etwas Außergewöhnliches geschafft hat, gab es in ihm eine Instanz, einen hohen Perfektionisten, der gesagt hat, nein, das war noch nicht gut genug. Die Folge war 2 Jahre später das Ende seiner Skifliegerkarriere und eben ein stationär behandlungsbedürftiges Burnout. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, Extremsportler, so bin ich nicht. Ich behaupte, wir alle haben in uns so etwas wie einen inneren Antreiber. Ein innerer Antreiber, der zum Beispiel uns solche Sätze einflüstert, sei perfekt, sei stark, streng dich an, mach's allen recht, beeil dich. Dahinter steckt so ein bedingtes Selbstwertgefühl, sonst bist du nichts wert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Ihr Selbstbewusstsein überwiegend aus einer erfolgreichen Berufsrolle ziehen, ist es schon sehr bedenklich. Ja? Ein aktueller Patient von mir, auch ein Lehrer, sagte, er hatte für sich den Anspruch, von allen Schülern mehr gemocht zu werden als alle anderen Lehrer. Also er wollte der beliebteste Lehrer bei allen Schülern sein. Auch das ist ein innerer Antreiber, der sozusagen uns zu Höchstleistungen animiert, aber letztlich unrealistisch ist. Das heißt, es geht darum, uns innerlich abzugrenzen von eigenen unrealistischen Forderungen oder von äußeren unrealistischen Erwartungen. Viele Menschen, die ins Burnout kommen, haben einen hohen Drang zum Perfektionismus, einen krankhaften Ehrgeiz oder ein Helfersyndrom. Und da ist es wichtig, sozusagen auch sich mit sich selber zu beschäftigen und dem auf die Schliche zu kommen. Wo kommt es her und was kann ich dem entgegensetzen? Im Talmud gibt es einen schönen Text, der sagt Folgendes, der bringt es so auf den Punkt. Es geht so um unsere Einstellungen uns selbst auch gegenüber. Dieser Text sagt, achte gut auf deine Einstellungen, denn daraus werden deine Gedanken. Achte gut auf deine Gedanken, denn daraus werden deine Handlungen. Achte gut auf deine Handlungen, denn daraus werden deine Gewohnheiten. Achte gut auf deine Gewohnheiten, denn daraus wird dein Charakter. Achte gut auf deinen Charakter, denn daraus wird dein Schicksal. Also unsere Einstellungen entscheiden letztlich über unser Schicksal. Und oft sind wir uns unserer inneren Überzeugung nicht bewusst, dass wir sowas wie Antreiber haben. Deswegen sind die auch besonders mächtig, weil die so ein Eigenleben führen und sicher sinnvoll, ob im Rahmen einer Therapie oder anderer Weise, einfach sich auch mit dem auseinanderzusetzen, wenn Sie merken, da fühlen Sie sich angesprochen, wie kann ich dem etwas entgegensetzen. Am Ende des ersten Teils möchte ich nochmal zusammenfassen. Wir haben dieses Burnout-Dreieck gesehen, wo oben das Thema emotionale Erschöpfung, dann Leistungsschwäche und Depersonalisation war. Dahinter stecken 3 Lebensthemen. Das Thema nach, was gibt meinem Leben Sinn? Was ist mir wichtig im Leben? Wenn ich diese Frage nicht wirklich beantworte, dann werde ich irgendwann erschöpft sein. Die Frage nach der Beziehung, wer unterstützt mich, wer ist mir wichtig, in welche Beziehungen investiere ich,
wenn ich da nichts tue, dann werde ich irgendwann auch leistungsmäßig es nicht mehr schaffen, weil ich das Gefühl habe, ich muss es alleine tragen. Und die Frage der Identität, wer bin ich? Darf ich im Beruf so sein, wie ich bin? Was bin ich denn? Eine Patientin hat mal gesagt, ohne die Arbeit bin ich ein Nichts. Ja? Wodurch definiere ich mich? Also diesen Fragen, die das Leben an uns stellt, müssen wir Antwort geben. Und wenn wir keine Antwort finden, dann ist möglicherweise Burnout eine Chance, eine Antwort zu finden. Rückblickend hatte eine Patientin gesagt, ja, ich bin froh, dass ich ins Burnout gekommen bin, weil dadurch bin ich aufgewacht zu mir. Jetzt kann ich ganz neu entscheiden, was mir wichtig ist, wie ich mein Leben aktiv gestalten will. Und damit kommen wir jetzt also zum zweiten Bereich meines Vortrags, dem des Themas der Achtsamkeit. Achtsamkeit als Lebensstil. Wenn es nicht möglich ist, ein Leben ohne Stress zu führen, weil Stress zu unserem Leben dazugehört, aber so ist es doch möglich, durch eine Haltung der Achtsamkeit ein Leben derart zu führen, dass wir wirklich auch ein gelingendes Leben erfahren und spüren, dass wir in unserer Kraft bleiben können. Und Achtsamkeit ist nicht nur ein neutrales Wort, wo es um ein Gewahrsein geht, sondern es hat Qualitäten. Also es geht einmal ums ganz Präsentsein hier im gegenwärtigen Augenblick. Vielleicht kennen Sie das, dass Sie bei einem Vortrag sitzen und gleichzeitig denken, oh, ist zu Hause der Herd aus oder was muss ich denn morgen tun? Dass Sie merken, Sie wandern, gehen weg, damit gehen Sie mit Ihrer Energie auch woanders hin. Also, dass unser Geist sogar immer auf Wanderschaft geht, das ist die Aufgabe, ist immer wieder zurückzukommen in den gegenwärtigen Moment, hier und jetzt präsent zu sein. Dass es aber auch darum geht, freundlich mit sich selbst zu sein, auch wertschätzend mit dem zu sein, was jetzt ist, nicht immer etwas anderes haben zu wollen, sondern das, wie es ist, erstmal anzunehmen. Mitgefühl wahrzunehmen für andere Menschen, andere Wesen, Verbundenheit zu spüren und eine Dankbarkeit empfinden zu dürfen. Das sind Qualitäten, die ich mit Achtsamkeit als Lebensstil verbinde. Ich mag ein kleines Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, Mittagszeit, Sie haben das Mittagessen auf dem Tisch. Vielleicht kennen Sie, dass Sie irgendwie die Zeitung herholen, nebenbei irgendwie das Handy haben und so nebenbei das Essen reinschlingen. Das wird dazu führen, dass Sie eben nicht wirklich satt werden, dass Sie vielleicht zu viel essen oder das falsche essen. Ich möchte einladen, dass Sie mal vielleicht jede Mahlzeit oder eine Mahlzeit am Tag mal, bevor Sie sie essen, mal einen Moment innehalten und wahrnehmen, was Sie da auf dem Tisch haben, dass Sie spüren, dass es nicht selbstverständlich ist, so ein reichhaltiges Essen zu haben, dass Sie sich bewusst machen, dass da ganz viele Menschen mitgewirkt haben, dass Sie jetzt dieses Essen haben dürfen, dass auch andere Wesen sich zur Verfügung gestellt haben, dass da die Kräfte der Natur gewirkt haben, dass wir Energie haben, um das Essen warm zu machen und dass Sie eine Dankbarkeit ausdrücken, also bevor Sie jetzt dieses Essen essen, dass Sie so innerlich eine Danksagung machen und vielleicht machen Sie die Erfahrung, dass dieses Essen Sie anders nährt, dass es Sie bewusster essen, dass es Sie anders sättigt, dass es Ihnen auf eine andere Weise auch gut tut. So ein Beispiel, wie Achtsamkeit in unserem Leben wirken kann, wenn wir unachtsam nebenbei essen und wenn wir sehr achtsam, sehr bewusst uns ernähren. Ich möchte den ersten Punkt, Achtsamkeit für unseren Körper. Ja, Sie lachen schon, ja, wohin geht die Reise, die Entwicklung? Es ist zum Lachen und gleichzeitig ist es die Wirklichkeit, dass wir offensichtlich mit unserem Körper nicht mehr so gut umgehen. Dass viele von uns unseren Körper als ein Vehikel sehen, der es zu funktionieren hat, möglichst wenig reparaturanfällig sein sollte, wie so ein Auto, das möglichst selten in die Garage soll und halt möglichst wenig Sprit verbrauchen soll, aber immer startklar in der Garage stehen soll. Das ist ein wenig achtsamer Umgang mit dem Körper. Ich möchte Sie mal einladen, sich zu vergegenwärtigen, dass Ihr Körper ein Wunder ist, ja? Dass es ein wunderbares Geschenk ist, dass dieser Körper auf wunderbare Weise Sie am Leben erhält, dass ohne dass Sie etwas tun müssen, Atemvorgänge stattfinden, Stoffwechselvorgänge, endokrinologische Vorgänge, Verdauungsvorgänge, dass Ihr Körper Ihnen ganz viel zur Verfügung stellt, ohne dass Sie irgendetwas dafür tun müssen. Und dass es ein wahres Wunderwerk ist, unser Körper. Und wenn Sie zum Arzt gehen, dann fragt der Arzt meistens entweder, was fehlt Ihnen oder was haben Sie.
Und diese Fragen deuten darauf hin, was ist zu kurz gekommen in Bezug auf Ihren Körper, was haben Sie vernachlässigt oder was ist zu viel geworden, was hat überhand genommen. Also letztendlich geht es auch darum, in einer guten Balance zu sein mit uns und zu unserem Körper. Und dieser Satz, ich fühle mich gut, drückt ja aus, ich fühle mich dann gut, wenn ich mich gut wahrnehme, wenn ich gut mit mir verbunden bin, wenn ich mich körperlich auch spüre. Und ich möchte Sie jetzt mal ganz konkret auch zu einer praktischen Übung einladen. Sie dürfen dabei auch sitzen bleiben. Und zwar möchte ich Sie auffordern, Dankbarkeit für Ihre Füße zu empfinden. Ich bitte Sie mal für so eine Minute entspannt da zu sitzen. Vielleicht wollen Sie die beiden Füße erstmal auf den Boden stellen, dass Sie auch gut geerdet sind. Schauen Sie darauf, dass Sie bequem auf dem Stuhl sitzen. Und dann lade ich Sie mal in so für eine Minute mit Ihrer Aufmerksamkeit zu Ihren Füßen zu gehen. Dass Sie mal so, vielleicht wollen Sie die Augen offen halten oder auch schließen, dass Sie mal Ihre Aufmerksamkeit zu den Füßen richten, Ihre Zehen wahrnehmen, die Fußsohlen. Und dass Sie mal wahrnehmen, diese Fußsohlen, die sind vielleicht 30 cm lang, 10 cm breit, dass diese kleinen Fußsohlen diesen großen Körper, diesen großen Menschen schon so viele Jahre durchs Leben getragen haben. Dass sie diesen Füßen so viel zu verdanken haben, dass sie tanzen können, hüpfen, springen, laufen, Sport machen. Dass sie mal vielleicht diesen Zehen auch entgegenlachen und ihnen wirklich Danke sagen. Danke für all das, was ihr mir tut tagtäglich, für den Dienst, den ihr mir erbringt. Ja, und wenn Sie wollen, dürfen Sie langsam wieder diese Übung auch beenden. Es ist gedacht so als ein kleines Beispiel, wie es sich anfühlen könnte, wenn Sie Ihrem Körper mit Dankbarkeit begegnen. Wir neigen eher dazu, mit unserem Körper kritisch umzugehen, weil er nicht so funktioniert oder weil er irgendwie eine Einschränkung hat oder weil er nicht so schön ist, so modelhaft oder so bodybuildermäßig. Ja? Das heißt, wir kritisieren unseren Körper für das, was er nicht ist, anstatt ihm zu danken für das, was ist. Also ein Aspekt von Achtsamkeit ist, unseren Körper wertzuschätzen. Dieses Wunder, dieses Mysterium unseres Körpers wirklich zu würdigen, indem wir auch gut mit ihm umgehen, es wahrnehmen und schauen, was braucht denn mein Körper? Immer wieder mal innehalten, brauche ich gerade Erholung, brauche ich Bewegung, braucht mein Körper frische Luft? Dass sie wirklich ihre Bedürfnisse wahrnehmen, das ist das, was Menschen im Burnout nicht mehr tun, sich zu spüren, was braucht mein Körper, was für Bedürfnisse habe ich? Ich lade sie ein, immer wieder ihren Körper in dieser Weise wahrzunehmen. Die zweite Ebene der Achtsamkeit neben dem Achtsamkeit für unser körperliches Sein ist die Achtsamkeit für unser psychisches Sein, für unser Denken und Fühlen. Diese Karikatur macht ganz deutlich, so, ja, wenn wir an der Arbeit sind, dann wären wir am liebsten zu Hause. Wenn wir zu Hause im Bett sind, dann denken wir an die Arbeit. Und das ist die Frau Kronemeyer, das ist eine Soziologin, sagt, das ist so eine Zivilisationskrankheit, dass der moderne Mensch scheinbar unfähig ist, gegenwärtig zu sein. Sie sagt, wir haben sowas wie eine Versäumnisangst. Wir glauben, immer an der falschen Party zu sein. Also da, wo wir sind, da ist die falsche Party. Woanders tobt das Leben. Also wir sind nicht wirklich da. Wir möchten woanders sein, schweifen ab. Und das ist eben ein Denken, wo uns manchmal in die Zukunft und die Vergangenheit entführt. Aber wichtig ist, wenn wir mit unserer Gedankenkraft, unserer Aufmerksamkeit da sind, dann haben wir auch in gewisser Weise am besten für die Zukunft gesorgt, weil wir damit den Boden schaffen, dass die Dinge auch gut weitergehen können. Also Achtsamkeit fürs Denken meint immer wieder auch, uns zurückzuholen, uns zu vergegenwärtigen, dass wir jetzt da hier sind und dass das andere, was uns beschäftigt, jetzt nicht wichtig ist, sondern wirklich im gegenwärtigen Moment zu sein. Viktor Frankl hat zum Thema Zeit ein interessantes Modell, das Zeitflussmodell, vorgestellt, das möchte ich Ihnen ganz kurz präsentieren. Nach diesem Modell fließt die Zeit von der Zukunft in die Vergangenheit. Das heißt, es kommen viele Möglichkeiten auf uns zu. Das heißt, heute Abend
Bevor Sie hergekommen sind, hatten Sie die Möglichkeit, hierher zu kommen, in den Biergarten zu gehen, einen Fernsehfilm zu gucken, was zu arbeiten, was auch immer. Das heißt, Sie haben verschiedene Möglichkeiten und wir dürfen aus diesen Möglichkeiten auswählen, uns für was entscheiden. Das heißt, wir leben in gewisser Weise in einer Multi-Optionsgesellschaft. Ja? Wenn Sie hier in Kempten eine Brille suchen, dann haben Sie ungefähr die Auswahl zwischen 6.000 Brillengestellen. Ist das jetzt ein Segen oder ein Fluch? Das kann ein Fluch sein, wenn Sie immer das Maximale wollen, die billigste, die schönste, die beste Brille, dann wird das zum Fluch. Dann können Sie nämlich aus diesen Optionen nicht gut auswählen und betrauern immer eher, hätte ich doch, ja, wäre ich nicht lieber oder besser das oder das gewesen. Also das heißt, nach diesem Modell von Viktor Frankl geht es darum, aus diesen Möglichkeiten, die die Zukunft bietet, uns für das zu entscheiden, was uns wichtig ist und das zu tun. Also eine Option, heute Abend zum Vortrag zu gehen und nicht in Gedanken woanders zu sein. Dafür ist es aber wichtig, zu wissen, was uns wichtig ist. Also das Wichtigste ist zu wissen, was ist uns wichtig, ja? Prioritäten zu setzen. Zeitmanagement ist nicht, wie bekomme ich noch mehr Dinge in weniger Zeit unter, was dann zum Beispiel zu Multitasking führt, was aber der pure Stress für unser Gehirn ist, sondern Zeitmanagement meint Prioritätenmanagement. Nicht mehr ist mehr, sondern das Wesentliche ist mehr. Also immer wieder sich die Frage zu stellen, was ist wesentlich für mich? Und auch nochmal als Anregung, vielleicht wollen Sie heute oder in den nächsten Tagen mal sich die Frage stellen, was sind denn die drei wichtigsten Dinge in Ihrem Leben? Und wie viel Zeit haben Sie zuletzt diesen wichtigen Anliegen geschenkt? Wenn es um Achtsamkeit für unser psychisches Sein geht, dann auch um das Thema unsere Gefühle. Hier ein Satz von Marshall Rosenberg, der sagt, das, was uns hilft, mit der göttlichen Energie und der Lebendigkeit in uns Kontakt aufzunehmen, nenne ich Gefühle und Bedürfnisse. Das finde ich ein sehr toller Satz, weil der eine hohe Wertschätzung für unsere Bedürfnisse und für unsere Gefühle ausdrückt. Und wir neigen dazu, Gefühle in positiv-negativ einzuteilen. Positiv Freude, Liebe, negativ will ich nicht haben, Trauer, Angst, Schmerz. Wenn aber alle Gefühle uns sozusagen mit dieser Lebendigkeit in Berührung bringen, dann schlage ich Ihnen mal vor, Ihre Gefühle sich vorzustellen als Lämpchen, dass zum Beispiel die positiven, die angenehmen Gefühle grüne Lämpchen sind und die unangenehmen Gefühle rote Lämpchen. Die grünen Lämpchen weisen darauf hin, dass Sie gerade mit Ihren Bedürfnissen gut gesättigt sind, dass es Ihnen gut geht, dass Sie keinen Mangel haben. Also Ihnen geht es gut, Sie erleben Freude, Liebe, Bedürfnislage gut, alles im grünen Bereich. Die unangenehmen Gefühle wie Ärger, Trauer, Wut, Enttäuschung weisen uns darauf hin, dass mindestens eines unserer Bedürfnisse eben gerade nicht erfüllt ist. Zum Beispiel nach Grenzsetzung, nach respektiert werden, nach Schutz. Ja, und Sie ärgern sich über eine Situation. Das heißt, wenn Sie diesen Ärger wahrnehmen und Sie fragen, was ist gerade los, dann können Sie feststellen, aha, da habe ich gerade selber vielleicht nicht gut für mich gesorgt, nicht gut mich abgegrenzt oder da ist jemand über meine Grenzen gelatscht. Also wenn Sie Bedürfnisse so betrachten, wiederum so wertschätzen, dass Sie sie auf Ihre Lebendigkeit hinweisen wollen und dass Gefühle wie die Lämpchen sind, die über die Bedürfnislage Auskunft geben, dann kann Ihnen auch das helfen, so über dieses Wahrnehmen von Gefühlen und Bedürfnissen gut für sich zu sorgen, dass Sie immer das, was Sie auch brauchen, bekommen. Der dritte Bereich unseres Menschseins, wir als soziales Wesen, Achtsamkeit für unsere Beziehungen. Die Qualität unseres Lebens, also unsere Lebensqualität per sich, hängt entscheidend von der Qualität unserer Beziehungen ab. Stellen Sie sich vor, Ihr Kopf hängt einerseits an dem Körper und es ist gut, wenn Körper und Kopf gut in Verbindung sind, aber wie wenn Sie noch einen Beziehungskörper außen haben, dass quasi der Kopf auch in Verbindung ist mit den Menschen, die in Ihrem Umfeld sind. Das heißt, dass Sie gar nicht anders können, als auch damit in Verbindung zu sein, guter oder schlechter. Und dass es wichtig ist, Augenmerk auf unsere Beziehungen zu legen. So, weil unser Menschsein hängt davon ab, das Gelingen, wie gut wir Beziehungen gestalten, wie wichtig wir Beziehungen nehmen. Das heißt, vielleicht überlegen Sie mal,
Wer ist Ihnen denn wichtig? Welche Beziehungen tun Ihnen gut? Sie können sich mal Ihren Kalender nehmen, da einen roten Kringel rummachen auf den Kalender, wo Ihre Adressen von Bekannten, von Freunden drauf sind, und schauen, roter Kringel für denjenigen, der Ihnen gut tut, für die Menschen, mit denen Sie an sich gerne Zeit verbringen, die Sie als unterstützend erleben, und schauen Sie mal, ob Sie in letzter Zeit auch genug Zeit mit ihnen verbracht haben. Menschen, die auf dem Weg ins Burnout sind, werden immer feststellen, nein, ich hatte gar keine Zeit mehr, mit denen was zu tun oder sie zu treffen. Also schenken Sie Ihren Beziehungen Beachtung, achten Sie die als sehr, sehr wichtig für das Gelingen Ihres Lebens. In partnerschaftlichen Beziehungen, hier steht so schön, Achtsamkeit ist halt auch Aufmerksamkeit, Bewusstheit und Gewahrsein, nicht wahr? Also geht es auch darum, dass man sich gegenseitig auch Aufmerksamkeit schenkt oder auch Bewusstsein und Wertschätzung. Und ich glaube, wenn das geschieht, dann kann auch, wenn das so das Fundament einer Beziehung ist, dann kann da auch mal ein wilder Tanz stattfinden, dann trägt aber der Boden, weil der Boden eben eine Achtsamkeit und eine Wertschätzung füreinander bedeutet. Hier nochmal ein Cartoon. Hier steht geschrieben, der Künstler ist als Kind mal mit dem Kopf vor eine Schrankwand gelaufen. Ja? Und wie Sie sehen, der malt immer das gleiche Bild. Das heißt, manchmal erleben wir so, dass so in unseren Beziehungen immer wieder das Gleiche sich wiederholt, immer wieder die gleichen Probleme. Und vielleicht ist es so, dass wir uns dann so als Opfer erleben von anderen Menschen und denken, ja, wenn doch die anderen nur anders wären oder der Partner mich anders lieben würde. Aber oft ist es so, dass wir eben auch in uns sozusagen alte Muster tragen der Beziehungsgestaltung und dass es sich lohnt, auch da Verantwortung zu übernehmen, zu schauen, ich bin der Maler meines eigenen Lebens. Was trage ich dazu bei, dass immer das gleiche Bild sich wiederholt? Ja? Und was kann ich ändern, damit meine Beziehungen so sind, dass sie mir gut tun und mich nähern? Ja, nun am Ende des Vortrags möchte ich auf die letzte und vierte Dimension unseres Menschseins zu sprechen kommen, die spirituelle Dimension. Vielleicht wundern Sie sich, dass Sie als Symbol ein Spinnennetz finden. Für mich ist die Grundform von jeder spirituellen Erfahrung folgende, dass wir uns über uns selbst hinaus transzendieren und wahrnehmen, dass wir nicht nur ein kleines Ego haben, sondern hinaus verbunden sind mit einem größeren Ganzen, also Teil eines großen Ganzes, Teil eines großen Beziehungsgeflechts, eines Netzes. Und dass da, wo wir diese Verbundenheit spüren, dass wir merken, dass dieses Netz uns tragen kann. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn zum Beispiel eine Beziehung wegbricht, Tod eines geliebten Partners und sie sonst keine anderen Beziehungen hätten, dann wären sie in Gefahr, an dieser Stelle depressiv zu werden oder lebensmüde zu werden. Aber wenn sie sehen, dass sie auf andere Weise auch mit anderen Menschen verbunden sind oder mit der Natur verbunden sind oder mit Gott, mit einer höheren Macht, wie Sie es immer nennen wollen, dass Sie spüren, da gibt es andere Kräfte, da gibt es andere Verbindungen, die mich tragen. Und wenn Sie die ganz konkret als unterstützend erleben, dass Sie merken, ja, das ist wirklich wie so ein Netz, das mich nährt, dann können Sie wie so eine Spinne recht gelassen bleiben. Dann müssen Sie nicht immer ständig rennen, sondern kommen Sie in so ein Vertrauen, dass alles auch irgendwie zu Ihnen findet. Ja? Dass Sie so dieses Netz pflegen und alles, was Sie zum Leben brauchen, kommt zu Ihnen und findet Sie. Und Sie müssen nicht mehr rennen und hasten. Ja, und für mich ist letztlich diese Erfahrung von, dass das Leben uns auch beschenkt, dass uns die Dinge finden, auch Grund genug, Dankbarkeit zu empfinden. Ich habe als Kind gelernt, Dankbarkeit zu sagen, um halt artig zu sein oder Wohlgefallen auszulösen oder irgendwas zu bezwecken. Und in den letzten Jahren erfahre ich für mich mehr und mehr, wie anders ist es wirklich, Dankbarkeit zu spüren, zu empfinden. Wirklich zu empfinden, wofür kann ich dankbar sein? Und dass dieses Gefühl der Dankbarkeit mein Leben bereichert, dass es froh macht, dass es mich wirklich unterstützt. Und ich sage, für mich, ein dankbarer Mensch ist schon ein spiritueller Mensch. Sollten Sie glauben, Sie sind nicht religiös oder spirituell, weil Sie jetzt nicht in die Kirche gehen. Wir alle haben diese Dimension in uns, uns über uns hinaus verbunden zu wissen. Und ich lade Sie ein, auch da mal ins Forschen zu gehen. Was unterstützt Sie? Welche Erfahrungen haben Sie in der Hinsicht gemacht, wo Ihnen auch etwas Gutes geschenkt worden ist und Sie Dankbarkeit empfinden? Schließen möchte ich mit dieser Folie, dass für mich
ist so etwas wie eine nur für heute Spiritualität gibt, also nur diesen heutigen Tag zu nehmen. Johannes Paul der 23. hat einmal einen schönen Text verfasst. Also dass es darum geht, heute diesen Tag mit Bewusstheit zu leben, heute offen zu sein für das, was heute geschieht. Und ich glaube, das schützt uns auch vor Überforderung, wenn wir denken, ja, ich will jetzt für den Rest des Lebens achtsam sein und mein Leben ganz anders leben. Das können wir nicht. Wir können für heute, für 24 Stunden eine Entscheidung treffen, diesen Tag die Chance zu geben, dass es ein wunderbarer Tag wird. Und ich möchte schließen mit diesem Text, diesem wunderbaren Text aus dem Sanskrit. Ich lese Ihnen vor, falls Sie ihn hinten nicht lesen können. Achte gut auf diesen Tag, denn er ist das Leben allen Lebens. In seinem kurzen Ablauf liegt alle Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins, die Wonne des Wachsens, die Größe der Tat, die Herrlichkeit der Kraft. Denn das Gestern ist nichts als ein Traum und das Morgen nichts als eine Vision. Das Heute jedoch recht gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück und das Morgen zu einer Vision voller Hoffnung. Darum achte gut auf diesen Tag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.